Wie kann ich weiche Faktoren wie Gerüche, Geschmäcke digital abbilden? Wie können Kunden in der Qualitätskontrolle diese Sinneseindrücke mit einbeziehen? Wie kann man einen virtuellen Geruch in einer aktuellen SAP-Landschaft prozessieren? Sehen, Hören und auch Fühlen durch Wearables sind bereits im digitalen Alltag angekommen. Was hier noch fehlt, eine Möglichkeit, um das Schmecken und Riechen abzubilden. Hier knüpft die AI Nose an und kann mittels spezieller Sensoren Gerüche erkennen. Die AI Nose in zwei Sätzen ist ganz einfach. Im Grunde handelt es sich um ein Sensorsystem, das mittels einer künstlichen Intelligenz eine weitere Messgröße, in diesem Fall den Geruch, liefert. Gerade im Bereich des Quality Management hat dieses Produkt einen enormen Nutzen, da hier der Geruch mithelfen kann, eventuelle Unzulänglichkeiten und Fehler bei bestehenden Produkten oder auch Lebensmitteln zu erkennen. Wir messen verschiedene Größen, Gas und gasähnliche Stoffe und anhand dieser Stoffe können wir mit einer KI-Engine einen Geruch ermitteln durch einen digitalen Fingerprint. Diese Lösung entwickelt sich vorrangig im Quality Management, ist aber auch für Agriculture, sprich Landwirtschaft, interessant, da hier ebenfalls Störgrößen durch Gerüche ermittelt werden können. Ein Praxisbeispiel. Hier sehen wir das Live-Dashboard der AI Nose. Aktuell haben wir 4 Kenngrößen. Zum einen wären das flüchtige organische Verbindungen, Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und gewöhnlicher Ethanol. Alle werden in ppm, also Part per Million, gemessen. Im Vorfeld hat unsere KI-Engine bereits Kaffee antrainiert und nun werden wir herausfinden, ob die KI-Engine Kaffee erkennen kann. Halten wir nun Kaffee unter die AI Nose, ändern sich diese 4 Werte, sodass unsere KI-Engine diese Änderungen messen kann, bewerten kann, analysieren kann und daraus ein Ergebnis ausgeben kann. Starten tun wir diese KI-Engine per App. Und unsere KI-Engine kann in nahezu Echtzeit herausfinden, dass es sich hierbei um Kaffee mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit handelt. Auch ich würde sagen, dass es sich hierbei um Kaffee handelt. Natürlich lässt sich diese Nase auch auf andere Gerüche antrainieren und insbesondere in der Food-Industrie, in der Qualitätssicherung, können diese Gerüche eine entscheidende Rolle spielen. Ich bin Gerdi Klaase und wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Interesse besteht, kommen Sie gerne auf mich zu.